FCA-Talk vor dem Derby gegen den FC Bayern München. Neben mir steht Robert Götz. Hallo. Und ja, es ist so, die allgemeine Lage war schon mal besser, das kann man, glaube ich, sagen. Kann man sagen, ja. Es hat das kleine Zwischenhoch gegeben mit dem Sieg in Mainz und natürlich den glücklichen Sieg in Kiel, aber man ist im Viertelfinale des DFB-Pokals, nur das 0:4 in Bremen, das war natürlich schon ein Rückschlag und ein halber Dämpfer. Das war wirklich ein halber Dämpfer. Jetzt ist es so, die Mechanismen des Geschäfts wären in manchen anderen Bundesliga-Standorten so, dass Manuel Baum da höchstwahrscheinlich in manchen anderen Städten schon nicht mehr der Trainer wäre. In Augsburg gehen die Uhren bislang zumindest noch anders. Du hast heute mit Stefan Reuter, dem Manager vom FC Augsburg, gesprochen. Was ist dein Eindruck, wie sicher ist Manuel Baum aktuell in seinem Job? Er ist sicher in seinem Job. Also Stefan Reuter hat heute nochmal versichert, dass sie am Baum weiterarbeiten, ja, dass da gar keine Diskussionen gibt. Das haben wir gesehen in Stuttgart und Nürnberg, ist man ein bisschen anders an die Sache rangegangen, da hat man gehandelt, aber hier in Augsburg setzt man auf die Ruhe und hofft, dass die verletzten Spieler einfach bald wieder zurückkommen und dadurch auch wieder mehr Quantität und mehr Qualität im Kader hat, um einfach den Klassenerhalt nur zu schaffen. Gibt es eine Situation, wo du sagen würdest, ab der würde es für Manuel Baum richtig knifflig werden oder ist das jetzt mehr oder weniger eine Jobgarantie bis Saisonende? Im Fußball kann man nichts ausschließen, aber es hat schon sehr bestimmt gewirkt, wie Herr Reuter Manuel Baum auch verteidigt hat und wie er das weitere Vorgehen da beschrieben hat. Also zur Zeit jetzt sehe ich keinen Grund, warum Reuter von der Linie abgehen sollte. Jetzt hast du gerade die Verletzten angesprochen. Ich habe mal mir die Mühe gemacht und die Verletzten mal aufsortiert. Und wenn man jetzt, das haben wir gemacht, um die 11 vollzukriegen, wenn man Martin Hinteregger, der ja auch fehlt aus anderen Gründen, der spielt jetzt auf Leihbasis bei Eintracht Frankfurt, zu Rat auch mit ranzieht, dann kriegt man eine ganze 11 zusammen mittlerweile von Spielern, die nicht spielen können oder höchstwahrscheinlich nicht spielen können. In Namensform sind das Lute im Tor, Hinteregger, Hauwe-Leo und Framberger in der Abwehr. In Mittelfeld Moravec, Bayer, Kuh, Kajubi, der auch noch im Kader ist. André Hahn und vorne hätte man einen schönen Zweiersturm mit Finn Bogason und Schieber. Das, und da sind eigentlich sogar ein paar Haufen Spieler aus der ersten Mannschaft ja, dabei. Ja, also, ne? Das könnte man durchaus auch als Bundesliga-Mannschaft durchgehen. Gut, Daniel Bayer hat mit 5. gelben Karte, ist er gesperrt, war vielleicht gar nicht so schlecht, dann ist er Freiburg wieder mit dabei, aber es ist schon augenfällig. Also die Verletztenliste ist ellenlang und beim FCA, und das hat Herr Reuter heute auch wieder bestätigt, dreht man quasi jeden Stein um herauszufinden, an was das liegt. Da jetzt zu spekulieren, ist natürlich von außen relativ schwierig, aber es fällt einfach auf, dass viele Spieler verletzt ausfallen. Vor allem mit muskulären Problemen, Adduktoren ist ja vor allem eine Muskelsache, ist jetzt natürlich sehr schwierig von außen zu sagen, weil man keine Sportmediziner sind, wir haben auch keinen Einblick in die Trainingspläne, muss man auch so deutlich sagen, aber im Grunde sagen ja Sportmediziner, Muskelsachen sind vor allem natürlich eine Folge von Überbelastung. Ne? Ja, sag mal, das Spiel, das der FCA betreibt, ist natürlich sehr kräfteaufreibend. Ja. Und die Belastungen, die Profis unterzogen waren, die werden auch immer größer, aber Ich kann es nicht beurteilen. Es ist Fakt, sie fehlen und das ist schlimm genug. Ich hatte teilweise den Eindruck, dass die Spieler wie rohe Eier sind, die man dann nach jedem Spieltag erstmal irgendwo in Watte packen müsste, damit nichts passiert. Fast, ja. Und jetzt hat sogar Jan Moravec, naja, lassen wir das. In den Spielplan, wenn man da mal reinguckt, so wahnsinnig viel Hoffnung macht der den meisten FCA-Fans jetzt auch nicht. Jetzt geht es am Freitag gegen den FC Bayern. Die sind nicht ganz schlecht. Dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. Das hört sich erstmal auch okay an, ist aber so, dass in Freiburg der FCA einmal gewonnen und sonst meistens wirklich auf die Mütze bekommen hat. War meistens umsonst die Auswärts. War sehr oft umsonst, ja. Obwohl Freiburg eine nette Stadt ist. Freiburg, super Stadt, tolle Stadt, wirklich ganz super Stadt. Aber oft wenig zu holen. Allerdings muss man auch sagen, Bremen war lange auch der Lieblingsgegner. Ja. Seit Sonntag sieht es anders aus. Dann geht es zu Hause gegen Dortmund. Ist jetzt auch jetzt nicht gerade der Außenseiter in dem Spiel, der BVB. Und dann auswärts in Leipzig, die sind aktuell Vierter. Heißt, die nächsten 4 Spiele gegen 3 Top-4-Mannschaften. Da kann einem ja als FCA in Angst und Bange werden. Da kann einem Angst und Bange werden. Ja, und sag mal, ich bin jetzt mal gespannt, Freitag, wer da aufläuft, was für eine Mannschaft da spielen wird, was für 11. Freiburg bin ich jetzt noch ganz so pessimistisch, weil der FCA ist immer für Überraschung gut.
Aber es kann durchaus sein, dass man nach den 4 Spielen die mit 0 Punkten absolviert. Ja, aber damit muss man rechnen, wenn man ganz unten steht in der Tabelle. Es hört sich nicht schön an und der Ausblick jetzt auf diese 4 Spiele ist auch nicht allzu rosig. Aber noch steht der FC auf keinem Nicht-Abstiegsplatz. Auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Richtig, ja. Werden wir mal gucken, wie das aussieht nach dem Wochenende. Wir werden es uns angucken. Die meisten, die hier zugucken, haben wahrscheinlich auch. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage danke. Ciao. Jawohl.